Deswegen sage ich Hallo und herzlich willkommen hier zu mir, Captain oder Mr. Pepelius Claritas, auf meinem Twitch-Kanal und willkommen auf YouTube-Kanal, wenn ihr das irgendwann mal auf YouTube seht. Ich spiele hier die epische Story und mit dem Starkaxtzwerg Notreb. Ja, wir haben das Kapitel 3 quasi angefangen und sind jetzt hier bei Gandalf. Wir haben herausgefunden, wir waren beim letzten Mal in Lingris gewesen, haben die ollen Spinnen bezwungen mit Adlis Spinnenfluch und haben ein bisschen Informationen über Ukrukor herausgefunden beim Turm von Cirith Ungol. Und anschließend sind wir in die Ebene von Talat Urui gekommen. Und haben herausgefunden, dass hier in Nagroth die ein der ein wie heißt es nochmal? Oh Mann, wie heißt denn der Typ nochmal? Ein Rockmul, ein uralter großer Rockmul namens Zaphod oder Zagoth, glaube ich, sich auch damals Sauron angeschlossen hat und der ist jetzt auch noch da und die Udani ist auch noch da entsprechend, also gleich eine ganze Menge an üblen Kreaturen, die sich um die Macht streiten. Zusammen mit Dulgabeth, dem Saurons Mund, sind es gleich vier Typen, die sich um die Macht scheren. Ne? Wer weiß, wie viel es noch werden. Eure Abenteuer in Lingris und Talat Uruk werfen neue Fragen auf. Und sie waren höchst aufschlussreich, werfen aber neue Fragen auf. Warum sollten die Gashai Urukor Unterstützung versprechen? Was ist nach der Niederlage Saurons aus Borangos geworden? Und aus welchem Grund sucht Urudani das Land erneut heim und ist so verändert? Diese Fragen müssen aber warten. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten aus dem Aghanite, dem blutigen Winkel. Wenige haben sich bisher dorthin gewagt. Aber jene, die zurückgekehrt sind, sprechen von einer großen, wachsenden Gefahr. Im Aghanite ist etwas Böses am Werke. Kapitel 3.4. Ein Sinneswandel. Im Aghanite ist etwas Böses am Werke. Und wir müssen herausfinden, was dies für Gondor und Mittelerde bedeutet. Ich finde es seltsam, dass uns unser gut informierter Ostling nichts über das Aghanite erzählt hat. Hütet er die Geheimnisse dieses Landes in der Hoffnung, dass wir blind gegenüber der Gefahr sind, die es für uns darstellt? Mir gefällt sein Schweigen in dieser Sache nicht. Ihr müsst ins Aghanite aufbrechen und herausfinden, was dort geschieht. Aber geht nicht alleine. Ich glaube, ihr solltet Ajorsen mitnehmen und herausfinden, was er über diesen blutigen Winkel weiß. Was, ich soll den mitnehmen? Der will doch bestimmt nicht mit. Ihr habt mich schon eine Weile nicht mehr um Hilfe gebeten. Ihr habt mich schon eine lange Weile nicht mehr um Hilfe gebeten, Notreb. Ich dachte schon, ihr wärt vielleicht in ein Loch gefallen oder in den Feuersee gestolpert oder hättet nicht mehr hierher zurückgefunden. Was wollt ihr? Ihr erzählt Ajorsen, dass ihr seine Hilfe bei der nächsten Etappe eurer Reise braucht und bittet ihn, euch ins Aghanite zu begleiten. Ein plötzlicher Ausdruck von Panik huscht kurz über sein Gesicht, verschwindet aber ebenso schnell wieder. Als er spricht, ist seine Stimme laut und selbstbewusst, von seiner augenscheinlichen Furcht keine Spur mehr. Ich habe meine Entscheidung getroffen, mein Freund. Ich komme auf euer großzügiges Angebot zurück und nehme den Platz in Gondor liebend gerne an. Eure Vergebung und Aufnahme von Ajorsen, dem Geläuterten, wird in die Legenden eingehen und noch in Jahrhunderten für alle ein Vorbild sein. Ich sage dem Wagenlenker Bescheid. Leider kann ich euch nicht zum blutigen Winkel begleiten. Vielleicht ein andermal. So. Was meint Mithrandir Das dazu? Aghanite kann von Norden oder Süden aus betreten werden. Okay, gut. Also jetzt verpisst er sich. Okay, also der will gar nicht ins Aghanite mit rein. Das habe ich mir schon gedacht, ne? Also,
Wahrscheinlich kennt er darüber nichts und außerdem hat er wahrscheinlich nur ganz, ganz, ganz üble Erfahrungen damit gesammelt und dachte, wir werden jetzt sterben oder so, ne? Machen wir aber nicht. Wir reiten jetzt hinein. Ab ins Aghanite. So. Man merkt schon, es ist dunkel hier die ganze Zeit. Die ganze Zeit. So. Wir sind ja schon mal dort gewesen. Wir haben ja unser Lager quasi des Waldläufers im Aghanite schon aufgestellt gehabt, ne? So. Wo muss ich jetzt hin? Hier sind welche. Ihr habt die Abenteurer gefunden, die das Aghanite im Süden, vom Süden her betreten. Arodrok und Lina da. Mir gefällt dieser Ort nicht. Der gefällt dir nicht? Hat euch Mithran hier zu uns geschickt? Seid ihr hier, um uns zu helfen, Nodrep? Hat euch Mithran hier zu uns geschickt? Nur ein Zauberer könnte wissen, in welche Schwierigkeiten wir hier seit unserer Ankunft stecken und rechtzeitig jemanden wie euch zur Rettung schicken. Ranelek hatte vor, bald wieder zu uns zu stoßen, aber er hat uns noch nicht gefunden. Im Sumpf lauern überall Feinde und sie können euch schnappen, bevor ihr überhaupt wisst, dass sie dort sind. Schrecken wie diese habe ich noch nie zuvor erlebt, obwohl wir widerliche Moore und heimtückische Schimpfe nicht fremd sind. Wenn die Geschichten über euch wahr sind, solltet ihr es selbst mit Feinden aufnehmen können, die in diesem Sumpfland ihr Unwesen treiben, Notreb. Zumindest hoffe ich das. Bezwingt so viele Feinde, wie ihr könnt. Und Lina da und ich werden ein Stück weiter im Norden auf der Straße auf euch warten. Nicht weit von der Stelle, an der die östliche Straße in den Sumpf abzweigt. So, und wir sollen jetzt hier irgendwelche. Wir sollen hier wieder Viecher killen, oder was? 12 Gegner. Sind wir denn jetzt hier mitten im roten Sumpf? Kommt mir vor wie bei der blutigen Maid, ne? Kommt mir echt vor wie bei der blutigen Maid. Seuchenratten. Überall sind ganz widerliche Viecher. Sie haben gesagt, sie gehen dann nach Norden. Also werden wir entlang dieser Nordroute einfach mal Viecher killen. So. Trefft euch mit den Abenteurern. Die müssten doch eigentlich gleich hier vorne irgendwo sein, oder? Ach, da hinten sind sie. Ein bisschen weiter noch im Norden. Ach, da hinten ist noch ein. Aha, guck mal, ein riesengroßes Schloss da hinten. Ein geheimes Schloss. Hinter Barad-dûr. Und zwar riesengroß. Ist das jetzt größer als das von Sauron? Lina da hat es zum Treffpunkt geschafft. Aber wo ist der andere Abenteurer? Ja, du bist auch noch draufgegangen. Wir hätten niemals hierher kommen sollen. Hätten niemals hierher kommen sollen. Dieser Ort ist nichts für gute Leute. Er hasst uns. Und wird nicht ruhen, ehe wir alle tot sind. Der Sumpf wird unsere Leichen nicht mehr zurückgeben. Er wird uns eifersüchtig unter seiner Oberfläche ziehen und uns niemals loslassen.
Arotrok wurde von einer schrecklichen Kreatur im Süden niedergeschlagen und Ranelek ist verschollen und nicht mehr aufzufinden. Ich bin zu meiner Schande geflohen, aber Schande hin oder her, ich bin noch hier und sie nicht. Könnt ihr wenigstens Ranelek suchen und vielleicht nachsehen, ob Arotrok seine Wunden überlebt hat? Ich bezweifle es, aber wenn es eine Chance gibt, dass sie noch am Leben sind, dürfen wir sie nicht im Stich lassen. Mein Mut ist erschöpft. Welchen Nutzen hat ein Mann von Gondor, der vor der Gefahr flieht? Und doch lauert die Gefahr hier überall, in diesem schrecklichen Sumpfland. Oh, in diesem schrecklichen Sumpfland. Ja. So. Einer muss im Norden sein. Naja, und hier gibt es blutverschmierte Seiten. Die lassen wir mal alle weg. Ich habe ja gesagt, diese Seiten werde ich nochmal machen. Ranelek ist fort, wenn ich irgendwo einzeln... Aber sein Schwert steckt noch hier im Schlamm. Ist Ranelek das Schwert aus der Hand gefallen? Oder als er in die Höhe gerissen wurde? Also ich habe ja gesagt, dass ich diese Seiten irgendwann mal mache. Wahrscheinlich werde ich die Seiten machen, wenn ich hier mit Mordor Quest durch bin. Einfach um das Land Mordor einmal abzugehen. Ne? So, wir haben das Schwert gefunden. Such direkt südlich von der östlichen Straße nach... Oh, da ist er. Arotroks Leichnam liegt im Morast. Arotrok ist seinen Wunden erlegen. Er ist tot. Na gut, dann bringen wir das Schwert jetzt zu Linda. Linda da im Arganite. Hier in der Mitte. Und dann begleiten wir dich am besten raus, ne? Du hast hier nichts verloren. Ich kann nicht hier bleiben. Wir müssen zum Tor zurückgehen. Die Kunde von Handroks Tod überrascht mich nicht, denn die Kreatur, die ihn angegriffen hat, war ein schrecklich verrottetes Ding. Ich kann immer noch nicht die grässlichen Schrei hören. Aber was ist mit Ranelek? Ihr habt sein Schwert gefunden, aber keine Spur vom Mann selbst. Ihr erzählt Linda da, dass das Schwert mit der Spitze voran im Morast steckte, als ob Ranelek es fallen gelassen hätte, als er von einer fliegenden Kreatur in die Höhe gerissen wurde. Linda, das Augen sind tellergroß vor Schrecken. Ich kann nicht hierbleiben, Notreb. Ich ertrage diesen Sumpf keinen Augenblick länger. Ich halte mich nicht für einen Feigling, aber wer kann in diesem Land bleiben, ohne den Verstand zu verlieren? Soll die Schande mir doch bis nach Gondor folgen? Es ist mir egal. Immerhin werde ich mein Leben behalten. Bitte helft mir zurück zum Tor, Notreb. Ich ertrage es nicht, alleine zu gehen. Linada ist so mitgenommen, dass ihr zustimmt, ihn sicher aus Mordor zu bringen. Oh, und wir müssen zu Gandalf. Also, wir müssen ihn bis zum schwarzen Tor jetzt rausbringen. Was wollt ihr hier hinten nur? Ganz übel, fliegende Kreaturen sind hier. Haben die Nazgul doch überlebt? Oder nicht? Nazgul haben bestimmt überlebt, ne? Aber das kann nicht sein. Gandalf hat gesagt, sie haben nicht überlebt, weil sie durch die Zerstörung des Ringes mit zerstört worden sind. Na ja, mal schauen, was er dazu sagen wird jetzt. Hier sind wir Mithrandir. Was habt ihr über das Arganite herausgefunden? Sind die Gerüchte wahr? Viele Entdecker sind aus diesem Land erschüttert und bar jeden Mutes zurückgekehrt. Ihr erzählt, was ihr im schwärenden Dumpfland gesehen habt. Und der Zauberer ist hoch interessiert an eurem Bericht.
über die abscheulichen Kreaturen, die euch begegnet sind. Eure Beschreibung dieser Bestien beunruhigt mich, Nodrip. Dass sie an einer Krankheit leiden, ist nicht zu übersehen. Aber ich hätte gerne noch Klarheit über ein oder zwei Dinge. Etwas setzt den Kreaturen des Argeid zu und es sind keine natürlichen, ist keine natürliche Fäulnis. Es lauert in der Luft und im Wald dieses Landes. Eine Art Seuche, die die Tiere und Pflanzen des blutigen Winkels befallen hat. Ich muss nach Minas Tirith zurückkehren, um Studien zu betreiben, und ich bitte euch, mich zu begleiten. Wir müssen nach Minas Tirith zurückkehren. Kapitel 3.5. Das Lied der lieblichen Lara. Die Kreaturen, die im Arganeid wandeln, und die dortigen Pflanzen leiden an einer Krankheit der Verwesung. Dieses Leiden hat bereits nagende Sorge in mir geweckt. Aber in Minas Tirith gibt es Schriftrollen und Bücher, die sie vielleicht zerstreuen könnten. Ich hoffe es. Ich werde eure Hilfe brauchen, Nodrep. Der Wagenlenker Radnor hat vor, bald aufzubrechen. Er wird euch mit ein paar anderen zur Stadt bringen und ich werde auf Schattenfell an eurer Seite reiten. Jetzt kommt Ajorsen ins Spiel, hä? Ein höchst glücklicher Zufall, Nodrep. Jedermann weiß, dass Zauberer eher von der unnahbaren Sorte sind und nicht leicht Freundschaft schließen. Er wird froh sein, euch an seiner Seite zu haben, wenn wir in die Stadt der Eindringlinge reisen. Ajorsen blickt euch listig an und lacht dann. Ach, verzeiht, ich bin wirklich Ajorsen, der Tölpel. Ich sollte nicht schlecht über die Stadt sprechen, denn sie ist groß und nur ein kleiner Teil wurde im Krieg beschädigt. Nur ein Drittel, nicht wahr? Die Schlacht hätte noch eine oder zwei Stunden länger toben müssen, um auch den Rest von ihr zu zerstören. Ich bin sehr gespannt auf die Fahrt zur Stadt, mein neuer Freund. Ja, wo ist Radnor? Ah, der ist da drüben. Der ist weiter hinten. Der Wagenlenker. Dann geht's jetzt zurück nach Minas Tirith. Dann können wir auch die Hochzeit irgendwann feiern. Der Wagenlenker ist aber ganz schön weit raus hier. Da ist er. Oh, da sind noch drei. Huya, Aram und Idli. Ich bin froh, euch auf unserer Reise zur Stadt dabei zu haben. Ich vertraue diesem Ostling nicht und ich weiß, dass ein paar Soldaten, die mit uns kommen, meine Meinung teilen. Sprecht mit mir. Wenn ihr aufbruchbereit seid, dann werden wir abreisen. Alles klar. Reisen wir ab. Seid ihr bereit? Dann brechen wir auf. Gott. Brechen wir auf. Das ist weit genug für die Nacht. Wir ziehen morgen weiter in Richtung der Stadt. Entzünde dein Feuer. Ah, die machen ein Feuer. Was mit Radnor? Gut. Die Soldaten haben Feuer gemacht. Wir werden etwas essen und uns ausruhen. Und bei Sonnenaufgang brechen wir wieder in Richtung der Stadt auf. Hier lässt sich sicher gut eine Nacht verbringen. Ganz im Gegensatz zu den Ländern, die wir hinter uns gelassen haben. Es ist schön, nicht die brennenden Dämpfe atmen zu müssen, die die Luft von Mordor und den Einöden um das Land verpesten. Aber lasst euch von dem schönen Ausblick nicht täuschen. Behalte diesen Ostling im Auge. Er hat zwar keine Probleme gemacht, aber ich möchte nicht, dass er unsere Gutmütigkeit ausnutzt. Sein Volk ist hinterlistig und nicht vertrauenswürdig und das dürfen wir nie vergessen. Ich werde meine Knochen am Feuer aufwärmen und etwas Brot essen. Was ist mit Mithrandir? Diese Wagen sind langsamer unterwegs als auf der Straße zum Schwarzen Tor. Will Radnor seine Pferde schonen? Damit tut er ihnen keinen Gefallen.
Schattenfell kommt mit hohem Tempo erst so richtig in Fahrt und liebt es, die Umgebung an sich vorbeihuschen zu sehen. Pah, die Pferde brauchen etwas zu fressen. Und der Abend reicht als Rast. Ich werde Minas Tirith erreichen, die Schriftrollen und Bücher der Weißen Stadt werden mir nützlich sein. Aber ich brauche euch dort, wenn wir die Stadt gründlich durchsehen wollen. Versteht denn niemand, dass wir es eilig haben? Na gut, dann reden wir mal mit Lina da. Ach so, das ist der geflohen ist. Ist gleich, was ihr über mich sagt. Ich traue ihm nicht. Dieser Ostling würde uns ohne zu zögern ein Messer in die Rippen jagen. Wie viele gute Männer aus Gondor sind schon durch seine Hand gestorben oder durch die Hand seiner Landsleute. Ich werde heute Nacht nicht schlafen. Ich werde immer ein Auge offen halten, um sicher zu gehen, dass Ajorsen nichts anstellen kann. Ihr solltet das auch tun. Kommt, Jungs! Behaltet die Augen offen! Alle sind am Feuer. Ajorsen, der Lustige, ist allein. Glauben diese Männer, ich habe keine Ohren? Ich kann hören, was sie hinter vorgehaltener Hand flüstern. Aber es kümmert mich nicht. Ich könnte das Gleiche über sie sagen und noch viel Schlimmeres. Sie besitzen nicht einmal einen Bruchteil von Ajorsens Mut und auch nicht seine edle Zunge, Züge. Zunge aber auch. Die Männer haben allen Grund, sich Sorgen zu machen, denn wenn ich sie töten wollte, würden sie den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Sie hatten das Glück, das Ende des Krieges zu erleben. Wissen sie denn, dass es vorbei ist? Ich kämpfe nicht länger für Sauron. Habe ich schon gesagt, dass sie Feiglinge sind und dazu noch hässlich? Und dumm sind sie auch noch, wenn sie glauben, dass der Krieg noch nicht vorbei ist. Geht zu ihnen, wenn ihr wollt. Ich werde die Nacht hier verbringen, denn ich brauche weder die Wärme des Feuers noch ihre Gesellschaft. Die Sonne ist mein Begleiter und sie scheint ebenso auf meine Heimat wie auf mich. Setzt euch, Nodreb, wärmt euch hier am Feuer. Ich bin froh, dass wir Mordor hinter uns lassen. Ja, in der Tat. Aber wir haben etwas von Unrat mitgebracht. Ihr habt recht, Beleid. Das ist wirklich traurig. Es war nicht meine Entscheidung, Jungs. Gebt Nodreb die Schuld oder Mithrandir, wenn ihr dieses Risiko eingehen wollt. Ich würde davon abraten. Meine Laune ist schon düster genug. Ich habe keine Zeit für Engstirnigkeit. Linada, verratet mir etwas. Wie ist es euch in Aghanite ergangen? Ich überlege, dorthin zu gehen, wenn ich das nächste Mal in Mordor bin. Ich denke, ihr solltet euch von dort fernhalten, Beleid. Ich habe dort keine Schätze gefunden. Es ist dort gefährlich und sehr leer. Ha! Habt ihr etwas zu sagen, Ostling? Ajorsen spricht nicht mit Feiglingen. Nennt ihr uns etwa Feiglinge? Ich muss es nicht aussprechen, ihr sagt es selbst. Ich werde diese Feiglinge nicht um Entschuldigung bitten, Nodreb. Sie sind Kinder, die nur Krieg spielen, wenn die Sonne am Himmel steht und bei Sonnenuntergang ins Bett müssen. Sie wissen nichts von Sauron. Sie wissen nichts. Euer Herr ist tot, Ostling. Sauron ist fort. Er war nicht mein Herr. Ihr seid ein Lügner. Jetzt geht's los.
Ihr wisst nicht, wie es war. Er nahm sich Gondor nicht als erstes vor. Der dunkle Herrscher kam erst in euer Land, nachdem er meines erobert hatte. Wenn euer Volk stärker gewesen wäre, hätte er vielleicht niemals die Gelegenheit dazu gehabt. Stärker? Stark wie die Mauern eurer weißen Stadt? Der da war in Argeinheit. Fragt ihn, was er gesehen hat. Und Linda? Linda da? Es war schrecklich. Ich will nicht darüber sprechen. Wenn ihr das nächste Mal von Stärke sprecht, denkt an diese Wahrheit. Die Argeinheit zu dem gemacht hat, was es nun ist, sie kam zuerst in meine Heimat. Ihre Gifte verwüsteten ganze Städte. Sie sind nun menschenleer. Niemand geht durch die leeren Straßen aus Angst vor den Erinnerungen an sie. Wir haben versucht, ihren Namen nicht auszusprechen, aber die Kinder erinnern sich an ihn. Liebliche Lara, singen sie, unterwegs im Mondlicht. Hört ein Kindeschrein, flog sofort davon. Kann das wahr sein? Euer Zauberer kennt sie. Ihr Gondora wisst nichts von den Schrecken, die mein Volk heimgesucht haben. Ja, wir haben für Sauron gekämpft, aber viele von uns starben auch durch seine Hand. Wir hatten keine Wahl. Das glaube ich nicht. Das ist mir gleich. Aber wenn ihr je der lieblichen Lara gegenüberstehen solltet, werdet ihr es vielleicht verstehen. Sauron ist fort. Ich fürchte keine niederen Geister. Ich werde nicht von meinen Worten abrücken, Notrip, aber ich muss zugeben, dass ich keinen Gedanken an die Ereignisse jenseits der Grenzen von Gondor verschwendet habe. Ich wusste, dass Sauron die Länder im Osten zuerst erobert hat, aber ich habe nicht daran gedacht, was das für die Leute bedeutet haben muss, die dort leben. Ich dachte, die Ostlinge hätten ihn als ihren dunklen Herrscher verehrt, und viele taten das sicher auch. Aber Ajorsens Worte haben Zweifel in mir wachsen lassen. Ich mag ihn nicht und ich vertraue ihm nicht. Aber vielleicht hat sein Volk... Ich weiß auch nicht, Nodrip. Hätten wir uns die Herrschaft Saurons unterworfen, so wie die Ostlinge? Ich glaube nicht. Aber vielleicht ist diese Frage schwieriger zu beantworten, als ich dachte. Ja, die wissen halt nichts, wenn sie unterjocht sind, ne? Wir dürfen nicht alles glauben, was Ajorsen sagt, Notrip. Aber ich spüre, dass in seinen Worten zumindest etwas Wahrheit steckt. Es ist bekannt, dass sein Volk die Legenden über die Kreaturen weitergegeben hat, die in den Ländern ihr Unwesen trieben. Ich weiß von dem Wesen, das die Inspiration für diese liebliche Lara war. Sie wurde Lereth, die Befleckte, genannt, eine Kreatur von üblem Ruf. Einst lebte sie in Mordor, und offenbar hat Argeinheit sie nicht vergessen, denn ihre Verderbnis ist dort noch immer zu spüren. Sie brachte viel Leid über diese Länder der Ostlinge, und selbst in Gondor war ihre faulige Berührung zu spüren. Aber das ist keine Geschichte, die man im Dunkeln erzählen sollte, auch nicht am Feuer. Lereth ist mit ihrem Herrn verschwunden. Aber ihre Präsenz ist noch heute in Mordor zu spüren. Ihr solltet euch etwas ausruhen, solange wir Halt machen, Notrep. Ich hoffe, Radnor wächst bei Sonnenaufgang auf,
wacht bei Sonnenaufgang auf und wir können so bald wie möglich wieder hier aufbrechen. Ja, das sollten wir auch tun. Wir sollten unbedingt nach Minas Tirith weiter. So, jetzt wissen wir aber, warum diese Lande da so sind. Nämlich wegen dieser Lehret. Noch ein Spieler, der ins Spiel kommt. Endlich sind wir da. Ich bin Eile gewohnt und Radnors Pferde waren zu nichts Schnellerem als einem langsamen Trab in der Lage. Schattenfell hätte das im Schlaf gekonnt, aber ich wollte euch nicht zurücklassen. Ich brauche euch jetzt und es hätte keinen Sinn ergeben, früher anzukommen und dann darauf zu warten, dass ihr bei Radnors gemächlichem Tempo endlich eintrefft. Ajorsen hat uns ein wenig Anlass gegeben, ihm zu vertrauen. Notreb, aber was er von Arganite berichtet, bestätigt ein paar meiner Verdachte. Die restlichen müssen mit Hilfe anderer Quellen bekräftigt werden, aber diese finden wir nur in der Stadt. Begebt euch zu den Häusern des Wissens auf der Südseite des fünften Rings und sucht nach Schriftrollen und Büchern, die sich mit der großen Pest befassen, die Gondor früher in diesem Zeitalter heimgesucht hat. Bittet außerdem einen der dortigen Gelehrten um Königskraut, wenn sie etwas entbehren können. Sie haben vor kurzem seinen Nutzen entdeckt, sollten aber etwas übrig haben, das sie euch geben können. Sobald ihr das erledigt habt, solltet ihr herausfinden, ob Ajorsen noch mehr zu diesem Thema zu sagen hat. Ob nun vertrauenswürdig oder nicht, er scheint lieber mit euch zu sprechen, als mit irgendjemand anderem. So, also, wir müssen in den fünften Ring. Ah, wir sind hier in dieser kaputten Stadt, ne? Hier ist der sechste Ring, alles klar. Findet das Haus Wissens und über die große Pest, ne? Ah, das sind die oberen Ställe. Ah, das ist das falsche Pferd. Ich muss die Ziege nehmen. So. So, damit kann man besser reiten. Häuser des Wissens des Gelehrten. Findet ihr Häuser des Wissens ein Buch? Okay, wir müssen erstmal zu den Häusern des Wissens. Häuser des Wissens einen Gelehrten, also Häuser der Heilung meinst du, ne? Nee, erstmal zum Häuser des Wissens. Das Buch. Naja, vielleicht haben sie auch ein bisschen Königskraut dann. Müssen wir einen runter. Häuser des Wissens. Tatsache. Sind wir schon da? Ach ja, hier war ich ja schon. Stimmt. Gucken wir mal, was wir oben haben. Ein Buch über die große Pest. Hier haben wir Corvadil. Königskraut? Ja, da habe ich etwas hier. Notreb, es tut gut, euch wohlbehalten zu sehen. Seid ihr in Gefahr? Seid ihr die Gefahr bereits müde? Was bringt euch in die Häuser des Wissens? Ich stehe bereit, euch mit allem zu helfen, was ihr braucht. Königskraut? Ja, hier, ich habe etwas. Es ist sehr wirksam zur Behandlung von Kopfschmerzen und anderen kleineren Krankheiten. Hat euch der lange Aufenthalt in der üblen Luft von Gorgoroth Kopfschmerzen beschert? Das tut mir leid zu hören. Aber vielleicht wird dies helfen. Kovadil gibt euch lächelnd ein kleines Päckchen Königskraut. Ja, du bist auch wieder zurückgekehrt, ne? Ja, ich kann nicht die ganze Zeit in Mordor sein, ne? So, wir suchen jetzt noch ein Büchlein.
Hier? Nee, das ist keine Bibliothek. Vielleicht hier? Hier liegt ein Buch, ein muffiges Buch. Das hier ist auch die Bibliothek. Das Buch riecht nach einem muffigen Staub uralter Zeiten. Kleine Spinnweben hängen an den Seiten. Covadil bestand darauf, dass ich seine Lektüre als nützlich für euch erweisen könnte. Dieser muffige Foliant enthält eine nüchterne Darstellung der großen Plage, die zu Beginn des Jahres 1636 des dritten Zeitalters in Gondor wütete. Der vergessene Gelehrte, der diese Seiten verfasst hat, merkt an, dass die Pest ihren Ursprung irgendwo im Osten gefunden hatte und ihr dort bereits viele zum Opfer gefallen waren, ehe sie sich unter den Nordmännern von Rhovanion verbreitete. Der Bericht widmet sich etwas ausführlicher den Auswirkungen der großen Pest in der Herrschaftsriege von Gondor. Darunter den Toten von König Telemnar und all seinen Kindern sowie dem Rückzug aus Osgiliath, da es an gesunden Männern zu seiner Verteidigung mangelte. Der Verfasser dieser Seiten erwähnte am Rande, dass die Wachposten bei Minas Ithil, am Morannon, der Feste Dethir und bei Durtand als Folge der Krankheit erheblich unterbesetzt waren. Und ihr fragt euch unweigerlich, ob er die Probleme wohl vorhersah, die dies in den kommenden Zeiten verursachen würde. Der Bericht merkt zudem an, dass entdeckt wurde, dass sich Athelas Blätter günstig auf den Verlauf der Pest auswirkten und die Krankheit schließlich im Jahre 1637 in Gondor verebbte. Also ein Jahr später. Ihr habt gelernt, dass Athelas erfolgreich zur Behandlung einige Opfer der großen muffigen, der großen Pest eingesetzt wurde. Nicht der großen muffigen. Okay, gut. Sprecht mit Ajorsen auf der Südostseite des fünften Ringes auf der Brüstung, von wo aus sich die ganze Stadt überblicken lässt. Na gut. Er ist im fünften Ring, okay. Muss ich nicht die ganze Stadt absuchen. Ja, Mensch, ich wollte eigentlich hier irgendwann mal Schluss machen jetzt hier, aber nee, ich muss 3.5 wohl scheinbar noch zu Ende machen. Ich werde das jetzt noch zu Ende machen und dann gibt es einen neuen Teil. Ich kann ja nicht mitten im Quest abbrechen. So, ab auf das Ziegengefährt hier. Hi, Mietzi. Mietze Katze ist wieder am Beißen hier, ne? Aua, Katze. Da oben ist er. Okay. Können die auch hier oben rum, oder? Ja. Oh, er hat die Kleidung gewechselt. Ich habe diese Stadt noch nie zuvor besucht. Was für ein Anblick. Ich habe geglaubt, Saurons Armeen hätten kurz vor dem Sieg gestanden. Aber nun bin ich nicht so sicher. Von hier oben wirkt die Stadt viel stärker. Gucken wir mal. Jorsen lässt schweigend seinen Blick über Minas Tirith wandern, als er erneut spricht. Ist seine Stimme leise und ruhig. Ich habe auf dem Feld dort unten gekämpft. Da hinten, da unten. Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, ich kann sehen, wo sich meine treu ergebenen Männer in die Schlacht gestürzt haben. Ich habe viele Männer getötet. Mit Schwertern, mit Äxten. Das ist das Wesen des Krieges. Wenn es nicht ihr Blut gewesen wäre, wäre es meins gewesen. Irgendwann begannen die Dinge außer Kontrolle zu geraten. Manche meiner Getreuen wurden erschlagen. Andere drehten sich um und flohen. Ich rannte mit ihnen. Als wir uns später neu formierten,
erreichte uns die Kunde, dass einige der Anführer tot seien. Der Herr der Nazgul und vielleicht auch andere. Und ich dachte mir, warum soll ich auch sterben? Ich dachte daran, meine Männer zu nehmen und nach Hause zurückzukehren, dem Krieg den Rücken zu kehren. Aber ich erhielt neue Befehle. Ich sollte einen Hinterhalt für die Truppen legen, die begonnen hatten, Richtung Mordor zu marschieren. Ich habe diese Aufgabe den Orks überlassen. Ich versuchte, meine Männer nach Hause zu bringen und wurde auf dem Weg dorthin verraten. Es war Ortakul, der mich verriet, der hinterhältige Hund. Als Belohnung erhielt er mein Kommando und ich wurde nach Ulun gebracht, um dort zu verrotten. Jorsen ballt die Faust. Ugruko, der Hauptmann der Grube, hatte nicht vor, mich dort lange zu behalten. Er plante, mich ins Arganite zu schicken. Durtang war ein Albtraum, aber verglichen dazu ist es ein angenehmer Tagtraum. Die liebliche Lara ist dort, Notrip, und sie arbeitet an etwas hinter den Mauern von Seregost. Danke, Katze, du hast mich gehauen, Mensch. Wenn ihr meine Zelle nicht geöffnet hättet, wäre ich nach Seregost verlegt worden und der Tod hätte nicht schnell genug für Ajorsen, den Unglückseligen, kommen können. Wenn die liebliche Lara erst einmal ihre Klauen in mich geschlagen hätte, wenn sie mir eines ihrer Gebräue, einen ihrer abscheulichen Tränke eingeflößt hätte. Ich glaube nicht, dass ich dann noch Ajorsen wäre. Also danke ich euch, dass ihr mich befreit habt, Notrep, wenn auch für nichts anderes. Nun ist das erledigt und wir werden nie wieder davon sprechen. Ajorsen schüttelt plötzlich den Kopf und lacht. Vielleicht hatte ich Unrecht und die Stadt ist doch nicht so stark. Seht ihr die Risse dort drüben? Ein oder zwei Stunden länger und Sauron hätte sie in der Hand gehabt. Ihr habt Glück, dass seine Befehlshaber nicht so fähig waren wie ich, Ajorsen. Wie ich, Ajorsen, der Strategische. Ihr habt wahrlich Glück, Notrep. So großes Glück. Ja, er muss es sich immer wieder schönreden, ne? Aber gut. Vielleicht hat er ja auch recht. Vielleicht hat er aber auch nicht recht. So, wo ist jetzt das? Der Reiterpunkt, der ist eins höher, ne? Ja, wir können nur von ganz oben nach ganz unten reiten. Und andersrum. Hier ist es halt. Wir sind halt hier im Schlachtgezeichneten. Es wird alles immer noch aufgebaut. Es wird immer noch aufgebaut. So, war hier nicht irgendwo ein Pferd? Da. Erster Ring. Super, Katze, du hast mir wieder eine blutige Schramme in die Hand gerammt. Klasse. Vielen Dank dafür. Weißt du, da streichelt man dich und das ist der Dank dafür. Wahrscheinlich hast du ordentlich von deinem Dreck und deinen Bakterien auch mit reingehauen, wie immer. Ich hatte gehofft, es sei anders, aber es besteht leider kein Zweifel mehr, Notrep. Lehret, die Befleckte, ist nach Mordor zurückgekommen und hat die Festung Seregost erobert. Bei all seinem Geschwätz wüsste ich keinen Grund, wieso Ajorsen euch deswegen anlügen sollte. Vor mehr als 1000 Jahren erschuf Lehret, die Befleckte, die große Pest im Dienste von Sauron. Sie wurde in den Ländern des Ostens erprobt und dann auf Gondor losgelassen. Aber sie war noch nicht vollkommen. Die Pest war zwar tödlich, konnte aber mit Atelas behandelt werden. Königskraut verlangsamte ihren Verlauf und half dabei, die Krankheit zu heilen. Nun ist Lehret zurück und hat vor, das Werk ihres Herrn zu beenden. In ihrer Festung Seregost versucht sie, einen Stamm der Pest zu erschaffen, der nicht zu Atelas kuriert mit Atelas kuriert werden kann. Sie versucht, die große Pest
zu vervollkommnen. Und mit diesen Worten beende ich diesen Teil und wir sehen uns im nächsten wieder, wenn es weitergeht hier mit Herr der Ringe Online. Bis denn!